So Leute, da sind wir beim nächsten und letzten Legacy-Gameplay dieses Jahr. Ich habe mir den Dom dabei geholt. Guten Tag. Und wir schauen uns heute an den Frederik mit Pokepile, beziehungsweise der heißt, glaube ich, richtig Pokemokepile, gegen den Mark mit Espaweil. Da sind aber hoffentlich keine Pikachus drin. Nee. Das ist tatsächlich durch den Streamer, der irgendwie Pokemoki heißt, bekannt geworden. Und es ist im Endeffekt ein Canadian Threshold. Nur, dass man statt Delver Urus spielt. Ja, es ist halt ein 6-6 Delver, ne? Ja. Und ich glaube, in der Version, die Frederik spielt, ist es auch so, dass tatsächlich einen. Die Kotals mit drin sind. Ja, ich finde das Deck an sich echt sehr, sehr interessant, weil, ich habe ja mal Rug Delver gespielt und spiele UR, deswegen finde ich die Liste und auch Grixis Control, deswegen finde ich die Liste eigentlich ziemlich interessant. Ja, ist halt einfach Stifle drin, das allein das musst du ja schon lieben. Ja, Stifle ist eine tolle Karte. Oh. Auf der anderen Seite natürlich hier mit wenn eine Fiole Game 1 Resolved, ist das für ein Delver-Deck, was auch noch mit Days und Force und so weiter spielt, schon nicht so geil? Nee, das ist echt nicht schön. Wir haben zwei Fetch-Länder, man traut sich hier auch nicht zu fetchen, tatsächlich. Ja, das... noch nicht, aber wir sind noch ein Brainstorm. Da wurde der Brainstorm als Ponder Resolved. Ja, vor allen Dingen bei Espaweil ist es ja so, dass die Weil eigentlich relativ safe auf 3 liegen kann. Ja, normalerweise bleibt sie sehr, sehr viel und sehr, sehr lange auf 3. Manchmal auf 4, manchmal auf 2, aber hauptsächlich. Das ist halt auch ein Riesenunterschied. Ja. Weil es halt so viel auf 3 gibt. Der Recruiter und so weiter, der, wie heißt der nochmal hier, der Bounce? Der Soulherder. Sehr, sehr gute Karte, genau. Schöne Insel. Snowcovers, genau. Ja, genau. Also, wie gesagt, die Version von Frederik, die er spielt, hat aktuell, ich glaube, 4 Kotals drin, dafür nur 2 Uros. Mhm. Dann halt natürlich 2 Astrolabs, 2-3 Okos. Es ist halt bescheuert, dass mittlerweile einfach so 2-3 Astrolabs reingespliced werden. Ja, es wird halt reingespliced, weil es eine leere Karte ist und sie halt immer noch ein Einmaler 3-3 Elch ist. Also ja, ich weiß nicht, worüber man... Ich spiele sie ja jetzt auch aktuell einfach als Preordain. Ja, ja. Das ist, weil es macht im Endeffekt nichts anderes aus, als du vorher nicht gucken kannst. Ja. Aber es ist manchmal halt auch irrelevant ein bisschen. Ja. Plus, die filtert halt... End of Turn Fetch. Oh. Ja, da wird ein sehr schneller Fetch gemacht von Frederik. Ich glaube... Ja, eigentlich, okay, wenn du das Mana brauchst, ist halt schlecht, ne? Aber normalerweise gegen Stifle halt in der Upkeep-Fetch, ne? Vom Stifle-Spieler. Ja, das ist korrekt. Aber ich glaube, hier war es einfach nur so, dass man möglichst lange gewartet hat, um zu sehen, ob der Gegner es hat oder ob er sich noch raustappt. Ja, das stimmt, da kann man natürlich... Das heißt aber, dass der Brainstorm nicht allzu schlecht gewesen sein kann. Da kommt Stifle. Ja, ach, das ist nie neu. Ja. Genau, dann geht... Die Fiole auf 2. Da ist eine Baleful Strix. Also man wollte, glaube ich, auch hier gar nicht mich mischen. Man wollte hier tatsächlich, glaube ich, einfach das Stifle rausbaiten. Mhm. Um jetzt auch so ein bisschen freie Bahn zu haben. Ja, okay. Die Baleful Strix, wenn man die zieht, ist die halt ein... Oh, Wasteland. Und der Go, ja. Das geht halt auch ganz gut, weil das Pokepile... hatten die Arcanist drin? Ja, genau. Das heißt, die agieren eh ab 2 Mana aufwärts. Das heißt... Ja, all the good cards in grün, in rot, blau. Ja. Ja, Temo-Farben halt. Ja, es ist tatsächlich ein sehr, sehr interessantes Deck, ein sehr cooles Deck, weil es eben diesen Grind-Faktor, den Delver mittlerweile hatte, bis zum Abt Absurdum treibt. Ja. Dass es ja wirklich so ist, dass Delver immer grindiger wurde durch Arcanist, durch Oko, durch halt auch andere Karten, sodass der Delver praktisch schon fast gar nicht mehr in dieses Deck gepasst hat. Ja, du hast halt ganz, ganz oft Probleme gehabt, dass der Delver halt eigentlich eine zu schlechte Kreatur war. Ja. Obwohl man sagen muss, ein Mana 3-2er Flieger ist halt eigentlich nicht schlecht, aber... Ja, ist halt dieses Tempo-Play, was man dem hat. Ja. Ja, hier war ein Beat von der Baleful Strix. Ich habe gesehen, da war ein Friedensstifterin auf der Peacekeeper, Hand. Peacekeeper, ja. The clock is real. Wards to Plowshares. Oh, Wasteland. Damit Go gesagt und wieder den End of Turn. Dun, 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 dun. Brainstorm. Oh, Brainstorm, okay. Oh, da könnte man fast schon überlegen, ob man das forst, wenn ich das von der Hand richtig sehe. Ja, wäre auf jeden Fall eine Überlegung wert. Aber. Der hat keins. Doch, der hat Stifle gefunden. Ja. Auf jeden Fall auch 2 Force. Okay, die kann man wegschmeißen.
Ja, auf jeden Fall gegen die Fiole bringen die nicht so viel. Auf der anderen Seite versucht es vielleicht auch hin und wieder mal durch die Fiole was durchzuspielen, durch die Länder auch was durchzuspielen. Das scheint ganz da gewesen zu sein. Oh, kein Teufel. Ach, das war ein Ein Preordain. Preordain, ja. Ja, ist Ich halt, habe wenn die man Karte nach gerade den, verwechselt. ja, wenn man nach den neuen Frames guckt, das ist schon ein bisschen strange. Ja, ich halt old, als Old-Border-Spieler sehe da halt die Hälfte der Karten nicht. Ja. Da kommt die Insel und der Sumpf sind aktuell draußen. Ja, das sind auch sehr schöne Länder. Ja, wobei ich lieber die aus dem Engehalte, aus dem Wunderland, Wunderland heißt es, glaube ich. Da wird ein Daze. Hätte ich aber für das Days gefetcht. Ja, ist die Frage, ob man es braucht. Obwohl die beiden Force liegen drauf, ne? Ja, okay, wenn man jetzt eh gefetcht hätte, weiß ich halt nicht, weswegen man. Ja, das Fetch ist immer noch ungetappt. Ja, okay, wenn er da auf grün fetchen wollte, ist halt auch Ja. ne. Ist halt jetzt So, interessant, was auf man jetzt grün. macht. Ja, ich glaube, das Deck hat nur von ein grünes, ein blaues, ein rotes Basic drin, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Und der Rest dann als Duels. Ja, okay. Da ist ein Arcanist auf der Hand. Der ist natürlich jetzt aktuell ein bisschen bitter. Da ist auch ein Oko auf der Hand, den könnte man halt auch spielen. Da ist eine Kodal auf der Hand, da spielt man jetzt wieder sehr konservativ Ja, tatsächlich. eine Narset ist auch noch Ja. unterwegs. Da kommt ein Recruiter of the Gods. Oh, und da müsste man schon Erbrechen im Strahl. Ja, wenn da jetzt Richtung Soulherder kommt und der darüber Da wäre reinkommt. halt schon ein Stifle geil. Ja, den ETB zum Beispiel starten. Ja. Ja, Also also hier es. Soulherder, wenn der gleich richtig ausrastet. Ich glaube nicht, dass Pokipal da noch hinterkommt. Wenn das Der einmal, wenn macht der einmal halt. resolved, macht der, glaube ich, zu viel. Ja, da machst du halt gar nichts mehr. Okay, du könntest halt hergehen und könntest mit dem Oko den Soulherder plusen. Okay, dann hat er halt die Marke. Ja, Die je plus 1 nachdem plus halt 1 genug Marke. Marken. Das ist es halt. Plus man muss sich halt auch überlegen, man hat kein Rot für Bolt. Nee. Der Arcanist auf der Hand ist aktuell auch ziemlich tot. Ich glaube, hier hat man einfach sehr konservativ eben auf die Basics gefetcht. Das ist ja das, was ich die ganze Zeit sage. Das Problem besteht, wenn man diese Basic Ja. Land Base fährt, macht man sich noch Wasteland anfälliger, wie man es eh schon machen sollte. Ja, weil man da Da ist ein Teferi. durch die konservative Fetch-Art halt Mehr gepunished mehr wird, wenn dann gepunished Duel wird. geht, genau. Wobei Espa Vall, glaube ich, gar keine Wastelands spielt, oder? Zwei Stück. Zwei. Ja, okay, die zwei Wastelands, da kann man auch Zwei gerade Stück drauf. und eins im Sideboard. Ja. Und jetzt hast du halt Ja, der richtig kommt ins Gras rein, Beat gebissen. für zwei. Ja. Gerade jetzt mit dem Teferi, der schaltet ja auch Ja. den Arcanisten ab. Ja, der schaltet Also den das. Arcanisten ab, der schaltet den Counterplan ab, den Ja. Pokipal fährt. Ich glaube, Matchups, die Pokipal treffen will, sind eher sowas wie Doomsday oder so. Ja, diese Doomsday-Sachen, Storm generell, weil Stifle will ja immer Habe ich nur schon jetzt schon Storm. ein paar Mal gemacht, weil ich jetzt nochmal auf X-Match Stifle spiele. Also Ja. das ist das Orakel-Trigger-Stifle, ist schon Glaube ich dir, glaube ich geil. dir. Ja, ebenfalls willst du, glaube ich, andere Delver treffen. Ja, klar, weil du viel mehr Kontrolle fährst. Ja, und dann machst du so ein oder zwei Delver-Hits, spielst du halt so ein Oko, escapest du so ein Oko, Uro, Ja, dann hast du dann. halt schon wieder deine sechs Leben drin. Jupp. Das ist Magic halt is fun. quasi aktuell so das Best-of von allen Legacy-Playable-Control-Karten. Best of 2020, hätte ich jetzt fast schon gesagt. Ja, Aber das kann man wirklich schon Oko sagen. ist ja 2019, glaube ich. Ja, aber wirklich ekelhaft ist er erst 2020 geworden. Ja. Ja, gut. Hier haben wir einen Mulligan von Esperweil. Ja, keine Weil. Naja, das ist schon mal gut. Aber. Oder man wollte eigentlich einfach nicht in Stace laufen. Das kann natürlich auch sein. Ist halt auch interessant. Es ist ein Kontrolldeck mit Stace. Mit Daze in Wastelands in Stifle. Also es hat auch Ja. diesen Mana-Denial-Plan. Den auf der Hand gerade den. Wie heißt der denn nochmal? Dieser Magier in Izzet Farm, der, wenn er tappt, ein Ladungsmage. Izzet Static Caster, genau, so Genau, heißt also er. der jeder Kreatur einen Genau. Schaden schießt. Oder einer Nee, einer Kreatur. Kreatur in einem demselben Namen Mit Flash nochmal. und Eile. Genau, ist eine ziemlich gute Karte. Weil man hat ja keinen Zugriff auf Schwarz, deshalb kann man den Plague Engineer nicht Ja, spielen. okay, gegen Espa Vall, Plague Engineer. Ja gut, auf Human kann schon einmal oder zweimal was abräumen, halt die Tutoren, klar. Ja, Aber sonst, schwierig. Immer noch der besser als Peacekeeper nichts ist zu doch auch tun. Human. Peacekeeper ist auch Human, ja. Da kommt das Wasteland, da wird ein blaues gefloatet.
Brainstorm, ne? Da wird lange überlegt. Jetzt ist halt wieder Standoff. Geht man fetchen. Damit macht man sein Brainstorm jetzt schlechter. Ja. Aber. Ja, du musst halt fetchen, weil ansonsten hast du gleich gar kein Land, wenn er einen Stifle hat. Genau. Weil er könnte jetzt Mana floaten, dazen. Wenn man dann fetchen geht, kann man mit diesem gefloateten Mana dann das Stifle spielen. Bingo. Das gibt dann halt Pennies. Jetzt hat man aber wahrscheinlich auch gelernt, dass man ein bisschen besser auf Duel fetchen sollte. Ja. Weil jetzt wird nicht so konservativ gefetcht. Und es wird wahrscheinlich auch ein Arcanist auf der Hand sein. Oder wir haben Bolt noch. Bolt. Ja. Ist generell, wie viel Hard Removal spielt Pokéball? Eigentlich nur Bolts, oder? Ich glaube nur Bolts, ja. Da wird Dazed, da wird bezahlt. Da weiß ich jetzt halt nicht, ob man das hätte noch dazen müssen. Oder ob man hier schon seinen. Ja, jetzt wirfst du dich halt eine Runde zurück, weil du die Land, die, das Land auf die Hand. Ja, vor allem noch eine Runde mehr, weil es war ja End of Turn vom. Stimmt, ja. Vom Gegner. Also hier, wenn da jetzt der Fetch into Etherswarm Canonist kommt, ist das schon. Oder auch Meddling Mage. Mit Meddling Mage kann man eben sowas wie Bolt ansagen. So. Arcanist ging auch, aber Arcanist glaube ich irrelevant. Ich glaube, man sagt hier einfach Bolt an. Ich würde Bolt ansagen, wenn man halt davon ausgehen kann, dass das eh nur der einzige Hard Removal genau. ist, weil dann musst du quasi in noch Wasteland bis zum Oko kommen, damit da was passiert. Ja, ja und jetzt kannst du da halt auch einfach anfangen. Fetchland, Ransom. Jetzt kannst du halt einfach anfangen, Beatdown zu machen mit einem Meddling Mage. Das halt ja, genau. Plus man hat halt auch relativ schnell, glaube ich, dann jetzt, da ist noch ein Meddling Mage, da ist noch ein Teferi, Baleful Strix, das ist schon ziemlich gut, was da rumfliegt. Und ein Recruiter. Ist ein Land auf der Hand? Ja, ein Fetchland. Ja. Fetch auf Sumpf. Da kann man jetzt auch einfach. Ja, dafür, oder? Ja, muss man theoretisch forcen. In der Praxis ist das halt auch alles schlecht. Und der Oko weg. Ja. Ja. Das ist halt schon. Das ist jetzt halt schon Plus. Bitter. Man geht halt auf 16 Leben runter. Es halt, hat halt noch alles Zeit. Aber dann wird wahrscheinlich der Bolt angesagt sein. Sonst hätte man den, glaube ich, schon lange geboltert. Ja, macht halt am meisten Sinn, wenn man als Esper-Wald-Spieler weiß, dass der einzige wirkliche Removal der Bolt ist. Ja. Da ist noch ein Fetchland. Ist zum Beispiel, wenn du damit gegen Kriegs Control spielst, dann würdest du wahrscheinlich auch einfach den Bolt an. Ja, ja, natürlich. Natürlich, weil das die meisten Removal sind. Und gut, wenn jetzt hier der Teferi kommt, ist dann fast schon wieder over. Ja, dann kann man eigentlich schon schieben. Tatsächlich fast. Das ist von der Hand her ganz mies, wenn er jetzt nicht noch irgendwie ein Land kommt. Ich glaube, ich habe kein anderes Land auf der Hand gesehen. Nee. Nee. Kein anderes Land. 2-0 für Esperweil. Ich glaube, es ist auch gar nicht mehr das geile Matchup für Pokipile. Naja, glaube ich auch nicht. Aber... Ja gut. Das war das letzte Legacy-Gameplay im Jahr 2020, was auf diesem Channel läuft. Ich hoffe, wir sehen uns nächstes Jahr wieder. Oder guckt euch die Videos an, die ich sonst im Dezember hochlade. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Euer Blacksade. Ciao, ciao.